Ein hochsommerliches Hallo und herzlich willkommen zur Monatsvorschau Juli hier im VIP-Kinomagazin. Es hat sich ja dieses Jahr schon im Juni angedeutet, dass von einer Sommerflaute wenig zu spüren ist. Und dankenswerterweise setzt sich dieser Trend auch im Juli fort. Der Monat wird laut, bunt und wir sehen viele alte Bekannte wieder. Verdammt, wenigstens sterbe ich nicht allein. Schön, ist ja wieder mal typisch. Heute werden Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen. Nicht etwa gegen Tyrannei, Verfolgung oder Unterdrückung, sondern gegen unsere Vernichtung. Geld stinkt nicht, solange es genug davon gibt. Es ändert nicht die Farbe, es ist Blutgeld. Habt ihr Haustiere? Und schon mal drüber nachgedacht, was die eigentlich so machen, wenn ihr arbeiten oder in der Schule seid? Nö? Naja, macht nichts. Zum Glück haben das die Macher von Ich einfach unverbesserlich gemacht und daraus gleich noch einen netten Animationsfilm gebastelt. Pets. Wiedersehen, Gidget. Hey, Max! Hey, Gidget! Schon Pläne für heute? Ja, ich habe unheimlich Stress heute, Gidget. Ich habe Riesenpläne. Ich werde hier sitzen und darauf warten, dass Katie wiederkommt. Oh, das klingt aufregend. Gut, da will ich nicht stören. Ich habe nämlich auch viel um die Ohren heute. Hier, bitteschön. Bis nachher, Chloe. Bis dann, Mel. Mach's gut, mein Bester. Also dann, Chino. Tschüss zusammen. Sei ein braver Junge, Leonard. Wie geil ist denn bitte dieser Death-Metal-Pudel? Also so einen Hund würde ich mir dann auch noch anschaffen. Achso, ich hatte euch ja alte Bekannte versprochen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Kirk, Spock, Pille und Co.? Das Raumschiff Enterprise ist zurück und in Star Trek Beyond geht's mal ganz weit raus in die unendlichen Weiten. Und da gibt's auch ordentlich was vor den Bug. Also, naja, eigentlich sogar in den Bug. Ist das Musik? Ist ein guter Song. Toll, lauter machen. Wir haben keinen Chef. Keine Mannschaft. Wie kommen wir da wieder raus? Wir werden Hoffnung finden. Im Unmöglichen. Hoffentlich gibt's kein böses Ende. Hier beginnt das Kämpfen. Hier schlagen die unendlichen Weiten zurück. Verdammt, was ist das? Ich weiß, wieso ihr hier seid. Wieso wir alle hier sind. Okay, das machen wir nicht nochmal.
Hand aufs Herz, hättet ihr vor 20 Jahren gedacht, dass Star Trek mal so abgehen kann? Nee, oder? Apropos vor 20 Jahren, erinnert ihr euch noch an den 4. Juli 1996? Da näherte sich ein mega fettes Raumschiff der Erde und es war ausschließlich Will Smith und Jeff Goldblum zu verdanken, dass wir noch da sind. Also, ich finde, 20 Jahre ist es her, ein Jubiläum, das gefeiert werden muss. Das denken sich dummerweise auch diese Alien-Viecher und kommen kurzerhand zurück. Independence Day, Wiederkehr. Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre her ist. Gehst du mit deinem Vater zur Jubiläumsfeier? Ohne ihn wären wir heute nicht hier. 1996 entkam die Welt an diesem Tag mit knapper Not ihrer Vernichtung. Ihr Vater war der mutigste Mann, den ich kannte. Wir alle haben jemanden verloren, den wir lieben. Aber durch ihr Opfer fanden wir die Technologie, um die Erde stärker und sicherer zu machen. Denn unser Überleben ist nur möglich, wenn wir alle zusammenstehen. Oh mein Gott. Ein Notruf. Warum schreien Sie so? Sie schreien nicht. Sie jubeln. Sie kommen wieder. Eine eigene Gravitation. Was hochsteigt, muss auch wieder runter. Sollten wir nicht nervös sein? Ja. Unser ganzes Leben haben wir auf diesen Moment hingearbeitet. Es landet auf dem Atlantik. Auf welchem Teil? Auf dem ganzen. Lasst sie dafür büßen. Freundschaften suche ich da oben keine. Machen wir ihnen klar, dass wir uns die Erde nicht wegnehmen lassen. Ich hatte Jahre, um uns vorzubereiten. Wir stürzen ab! Wir hatten nie eine Chance. Hatten wir letztes Mal auch nicht. Wir haben eine ganze Generation davon überzeugt, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Wir opfern uns füreinander, koste es, was es wolle. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es ist der 4. Juli. Sorgen wir fürs Feuerwerk. Festhalten! Die zerstören gern Wahrzeichen. Das, meine Lieben, nenne ich mal einen Brexit. Obwohl, naja, eher ein Bramageddon, wenn man das so nennen möchte. Schade, dass Oliver Smith nicht mehr dabei ist. Der hat vor 20 Jahren da ordentlich Witz reingebracht. Naja, wenig Witz hat ja nun folgender cineastische Beitrag. In Verräter wie wir, nein, das hat mal überhaupt nichts mit dem Klamauk-Film Spione wie wir zu tun, wird ein Pauker plötzlich zur Zielperson aller Parteien, weil er sich von einem Waffenschieber der Russenmafia anquatschen lässt. Und dabei hat Mutti doch immer gesagt, sprich nicht mit Fremden, Junge. Hör auf zu starren. Er starrt uns doch an, sieh mal. Kommen Sie, trinken Sie mit uns. Kommen Sie vorbei, wir machen heute Abend eine kleine Party. Das ist eine kleine Party? Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Was kann ich denn tun? Ich bin nur ein Lehrer. Geben Sie das, Ihrem MI6. Sagen Sie, Sie hätten ein Geschenk von der Nummer 1 der Geldwäscher in der russischen Mafia. Ist das alles, was Sie haben? Ja. Er hat Ihnen erzählt, er gehört zur russischen Mafia. Und Sie haben ihm trotzdem geholfen. Ich dachte, ich übergebe ihn einfach und damit hat es sich. Er sagte, seine Kinder würden sonst getötet. Und Sie haben ihm geglaubt? Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. An seine Familie. Noch nie hatten wir einen Informanten so weit oben in Russlands organisiertem Verbrechen. Britische Politiker, Anwälte und Banker von Russen hier in London rekrutiert. Was will er? Asyl für sich und seine Familie. Das Problem ist, er verhandelt nur mit uns, wenn Sie auch in Paris sind. Ich kann da nicht mitmachen. Ich fürchte, Sie stecken schon mittendrin. Ich bin eine Gefahr für Moskau, für den Kreml. Ich weiß, wo das Geld herkommt. Ich brauche Beweise, dass all diese Leute bezahlt werden. Sie haben aufgehört zu atmen, Professor. Atmen. Sonst kriegen Sie einen Herzinfarkt. Wo halten Sie sie versteckt? Seine Familie da rauszuholen, das ist das einzig Wichtige für ihn. Die werden Sie umbringen. Ich garantiere nicht für Ihre Sicherheit. Die sind auch hinter Ihnen her. Dann beeilen Sie sich. Warum haben Sie mich ausgesucht?
Sie haben ihr Land verraten. Mann, immer wenn ich diesen Typen sehe, muss ich an Allahu Akbar Sergeant Brody aus Homeland denken und ich warte, dass jeden Moment Carrie auftaucht und ihn entweder verhaftet oder zu Boden knutscht. Naja, egal. Das war's für heute, das war's für diesen Monat. Geht raus an die Sonne, das ist gut für euch, aber natürlich geht auch ins Kino und da bitte Popcorn nicht vergessen. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.